Hey Leute, was geht ab? Lennart hier. Heute möchte ich mit euch über die Nachteile der American Express Platinum-Karte sprechen. Das ist wirklich das Flaggschiff von American Express, die Premium-Kreditkarte für 720 Euro pro Jahr. Ich nutze die Karte inzwischen seit 2022, also schon eine ganze Weile, und bin wirklich eigentlich super zufrieden damit. Es gibt aber wirklich einige Nachteile bei dieser Karte, die einfach auch mal auf den Tisch gelegt werden müssen, und das möchte ich heute machen. Bevor ihr euch für die American Express Platinum entscheidet, solltet ihr euch auf jeden Fall bewusst sein, dass es diese Nachteile gibt, und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Nachteil. Und der erste Nachteil ist halt wirklich die hohe Jahresgebühr, die 720 Euro im Jahr beträgt. Das wird monatlich abgebucht und das sind 60 Euro pro Monat. Klar, durch die ganzen Vorteile, die man durch die Karte bekommt und die ganzen Guthaben, kann man das Geld wieder reinholen, aber trotzdem ist es erstmal ein Nachteil, dass die Karte so teuer ist. Nachteil Nummer zwei ist das ganze Thema Bargeld abheben. Zunächst einmal ist Bargeld abheben am Anfang gar nicht möglich. Man kann das Ganze erst nach 6 Monaten freischalten lassen. Und dann ist es bei dem ganzen Thema Bargeld auch noch so, dass es bei der Amex extrem hohe Gebühren gibt. Und zwar müsst ihr im In- und im Ausland 4% Abhebegebühren bezahlen, mindestens aber 5 Euro. Heißt, wenn ihr 100 Euro mit der Karte abhebt, müsst ihr 5 Euro bezahlen. Bei 200 Euro wären es dann halt 8 Euro. Aber die Abhebegebühr kann tatsächlich noch schlimmer werden, und zwar, wenn wir die Fremdwährungsgebühren dazu nehmen. Und da sind wir bei Nachteil Nummer 3. Und zwar ist es so, dass man auf Fremdwährung, also wenn ihr im US-Dollar oder in Baht oder was auch immer bezahlt, 2% Fremdwährungsgebühren habt. Und wenn ihr dann im Ausland mit der Karte einfach zahlt, habt ihr diese 2%. Wenn ihr aber im Ausland Bargeld abhebt, habt ihr die 4% Bargeldabhebegebühr plus die 2% Fremdwährungsgebühr, dann seid ihr bei 6% Gebühren, was einfach schon bei 200 Euro 12 Euro wären, nur damit ihr dieses Bargeld abhebt. Das ist extrem hoch, und darum rate ich jedem davon ab, die Amex für Fremdwährung zu nutzen und für Bargeldabhebung zu nutzen. Kommen wir damit zu Nachteil 4, und das ist die Akzeptanz der American Express. Ganz ehrlich, online ist das Ganze gar nicht so ein Thema, weil ihr könnt die Karte zum Beispiel auch bei PayPal hinterlegen und könnt damit eigentlich bei jedem Online-Händler bezahlen. Aber vor Ort in lokalen Geschäften sieht das schon anders aus. Und ich muss sagen, klar, die großen Supermarktketten wie zum Beispiel Lidl oder Rewe und so weiter, die akzeptieren alle American Express, aber die meisten kleinen Geschäfte und einige Restaurants akzeptieren es eben nicht. So aus dem Bauchgefühl der letzten 2 Jahre würde ich sagen, dass ein Drittel der lokalen Geschäfte vielleicht American Express akzeptiert, die anderen 2 Drittel aber nicht, und da haben halt Visa und Mastercard auf jeden Fall die Nase vorn. Kommen wir damit zu Nachteil 5 der American Express, und das sind die Guthaben, die ihr bekommt. Das ist erstmal ein Riesenvorteil, dass ihr zum Beispiel das Entertainment-Guthaben, das Reiseguthaben und so weiter bekommt. Aber diese Guthaben sind auch ein bisschen tricky und lassen sich nicht immer einlösen oder nur bei bestimmten Partnern oder nur, wenn ihr es so oder so macht. Darum will ich darauf nochmal ein bisschen eingehen. Starten wir mit den 200 Euro Reiseguthaben, die euch American Express jedes Jahr schenkt. Und ja, das sind wirklich 200 Euro, aber diese 200 Euro könnt ihr nur im American Express eigenem Reiseportal einlösen. Der Haken an der Sache ist, dass es zum Beispiel nicht alle Hotels in diesem Reiseportal gibt und Flüge und Hotels und Mietwagen in diesem Reiseportal meistens viel teurer sind, als wenn ihr sie einfach bei Booking.com oder so bucht. Aber trotzdem bekommt ihr halt diese 200 Euro und könnt damit zum Beispiel 5 Tage in Marokko für ein Hotel ausgeben. Es sei aber an dieser Stelle auf jeden Fall gesagt, dass man dieses Guthaben für Reisen nur im American Express Reiseportal nutzen kann. Damit kommen wir zum nächsten Guthaben. Das ist das 150 Euro Restaurantguthaben, was ihr auch jedes Jahr bekommt. Das ist an sich auch eine super nice Sache, aber dieses 150 Euro Restaurantguthaben gilt nicht einfach in jedem Restaurant und ihr bekommt das erstattet, sondern nur bei teilnehmenden Restaurants. Und da gibt es eine Liste, die könnt ihr euch bei American Express runterziehen, und da seht ihr, welche Restaurants teilnehmen. In Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln und so weiter gibt es auch wirklich eine Menge Restaurants, die daran teilnehmen. Aber zum Beispiel bei mir in Münster oder Osnabrück gibt es nur ein Restaurant jeweils, was daran teilnimmt, und das ist Alex. Also es gibt wirklich nicht so eine große Auswahl. Trotzdem hat man halt diese 150 Euro, und ich habe die dann in der Vergangenheit immer bei Alex eingelöst. Kommen wir damit zum nächsten Punkt, und das ist das 120 Euro Entertainment-Guthaben, was American Express euch gibt. Da aufgepasst, das erste, worauf man wirklich achten muss, ihr bekommt nicht jedes Jahr 120 Euro und könnt die einteilen, wie ihr wollt, sondern ihr bekommt jeden Monat 10 Euro. Und dann gibt es auch wieder eine Liste von American Express, wo ihr dieses Entertainment-Guthaben einlösen könnt, zum Beispiel für Netflix, für Amazon Prime, für Wow TV und noch ein paar andere wie Kindle und so weiter. Aber auch hier wieder Achtung, denn das mit Amazon Prime zum Beispiel ist irreführend. Denn das Entertainment-Guthaben gilt bei Amazon Prime nicht auf das Prime-Abo an sich. Also ihr könnt damit nicht das Prime-Abo bezahlen, sondern ihr könnt wirklich nur über dieses Guthaben Filme leihen oder kaufen, und dann wird das wieder gutgeschrieben. Das Abo ist bei Amazon Prime nicht inbegriffen. Bei Netflix zum Beispiel könnt ihr das ganz normal über das Abo laufen lassen. Damit kommen wir zum 200 Euro Sixth Ride-Guthaben, und da ist schon mal das erste Trickige.
dass das aufgeteilt ist in 8x25 Euro Gutscheine. Und das Ganze wird auch noch komplizierter, weil das gilt nicht für Sixt Mietwagen zum Beispiel, sondern nur für Sixt Ride. Das ist so eine App wie Uber und da könnt ihr Taxis, Limousinen und so weiter buchen oder Flughafentransfer. Aber seit Anfang des Jahres hat es American Express dann noch komplizierter gemacht, denn diese 8x25 Euro gilt nicht mehr für Taxen. Ihr könnt das wirklich nur noch für den Limousinen-Service nutzen. Und dieser Limousinen-Service ist wirklich sehr teuer. Also das Guthaben kann man auch wieder gut nutzen, aber man muss da auf jeden Fall aufpassen, wofür man das nutzen kann. Das war Nachteil Nummer 5, dass die ganzen Guthaben ein bisschen verwirrend sind manchmal. Und damit kommen wir jetzt zum Nachteil Nummer 6 und das sind die Versicherungen. Und da möchte ich direkt sagen, American Express gibt euch wirklich ein richtig geiles Versicherungspaket dazu, wie Reiserücktrittsversicherung, Reisekrankenversicherung und so weiter. Reisekomfortversicherung und ein paar davon habe ich auch schon mal in Anspruch genommen und die greifen eigentlich immer gut. Aber seid hier auch vorsichtig, denn es gibt Bedingungen, wann diese Versicherungen greifen. Zum Beispiel müsst ihr den Großteil der Reise mit der American Express Karte bezahlt haben, sonst greift die Versicherung nicht. Dann gibt es bei manchen Sachen auch einen Selbstbehalt und so weiter, da solltet ihr wirklich nochmal ins Kleingedruckte gehen. Ich möchte darauf nur hinweisen, die Versicherungen sind an sich trotzdem richtig top, aber es gibt ein paar Bedingungen, die man sich vorher einmal durchlesen sollte. Und damit kommen wir zum letzten Nachteil, Nachteil Nummer 7, den ich heute vorstellen möchte und das ist der Priority Pass, der an sich auch wirklich super genial ist, weil ihr bekommt den Priority Pass, indem ihr im Flughafen, Lounges und so weiter reinkommt und mit der Zusatzkarte bekommt euer Partner oder Freund auch nochmal den Priority Pass. Das ist wirklich super, super genial. Aber da gibt es auch einen Haken an der Sache und das ist mir schon 2-3 Mal passiert auf meinen Reisen, dass ich nicht in die Lounge reingekommen bin, weil sie voll war. Und wenn die voll sind, müssen sich die Priority-Pass-Inhaber hinten anstellen, weil die Leute, die über die Airline zum Beispiel in die Lounge reinkommen, Vorrang haben. Das ist ein bisschen schade, das wird auch nicht so offen kommuniziert. Achtet da auch bitte drauf. Das passiert jetzt auch nicht super oft, ist bei mir vielleicht bei 2-3 Mal auf 60 Flügen passiert. Aber es kann natürlich mal vorkommen und ist ein bisschen ärgerlich. Darum wollte ich den Punkt hier an dieser Stelle auch auf jeden Fall mal nennen. So, das soll es mit den Nachteilen zur American Express Platinum Kreditkarte gewesen sein. Im nächsten Video verrate ich euch, warum sich die Karte trotzdem für viele Menschen lohnen kann. Also lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf diesem Kanal wiedersehen. Und stellt gerne eure Fragen zur American Express einfach in die Kommentare. Ich beantworte immer alles sehr, sehr gerne. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.